Willkommen zu Let's Play Anno 1602. Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Das liegt aber daran, dass ich euch einfach mal kurz zeigen möchte, wie so eine Welt, wenn ich sie spiele, normalerweise aussieht. Die ist jetzt sehr günstig gefallen. Wir sind kurz danach, dass wir den ersten angegriffen haben. Ich habe immer noch keine Maus, aber sie ist bestellt, immerhin. Wir haben zwei Goldvorkommen. Die habe ich mir der Tabakinsel gesichert. Ja, hier habe ich eine Zuckerrohrinsel, mehr oder weniger gut, wegen blöden Vulkan. Und ist die zweite Goldinsel. Mit, ja, weniger guten Rohstoffen. Aber das ist ja egal, weil wir hier drüben Kakao und Gewürze zu 100% haben. Darum habe ich auch rot angegriffen in dem Spiel schon. Er hat kein Schiff mehr. Ach, wir hatten Kanoniere, ja gut. Aber das werde ich euch jetzt bloß mal kurz zeigen. Die Bilanz sieht anders aus. Moment. Als in dem Let's Play, weil im Let's Play will ich einfach nur schnell vorankommen. Hier habe ich mir einfach Zeit gelassen. Vielleicht auch nicht so schlecht, das machen wir im zweiten Spiel auf jeden Fall. Werden wir ein bisschen mehr auf Handel setzen und nicht gleich unsere Gegner vernichten, sobald es geht. Jedenfalls hatten wir hier eine super Insel am Anfang. Das wäre eigentlich perfekt fürs Let's Play am Anfang gewesen. Wir haben Tabak und Weintrauben auf unserer Hauptinsel. Das ist eigentlich das Beste, was wir überhaupt haben können für den Anfang. Und wir haben sogar zwei Gold bekommen, obwohl das Schwierigkeit schwer ist. Also das Einzige, was uns noch fehlt, wäre dann diese Insel. Und ansonsten wären wir mit Rohstoffen so weit versorgt, dass man tatsächlich alles hat. Und selbst die Piraten waren irgendwo hier hinten auf der Insel. Nee, das sind sie nicht. Das sind sie auch nicht. Irgendwo hier hinten jedenfalls. Irgendwo. Da waren sie. Ah. Arr. Da waren die Piraten. Wollte ich nochmal kurz zeigen, so sieht das normalerweise aus, wenn man spielt. Also nicht so schnelllebig, wie ich das mache. Einfach Zeit lassen beim Spiel, das macht am meisten Spaß. So, jetzt muss ich mal schauen, welches ich das letzte Mal geladen hatte. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorben. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen, aber das ist ja auch egal. Ich glaube, das war das letzte, was wir hatten. Aktuelles Let's Play. Das werden wir gleich rausfinden. Ich hatte Gelb schon besiegt, das weiß ich. Ja, und wir hatten ein Schiff verloren. Ja, das hat mich schon ein bisschen genervt, muss ich sagen. Aber da kann ich leider gerade nichts machen. So, was braucht der? Tabakwaren, Kakao und Alkohol. Ich habe mir überlegt, damit wir ein bisschen schnell vorankommen, helfen wir ihm einfach mal ein bisschen. Tabak fehlt uns. Kakao haben wir noch gar nicht hier. Warum hat er Alkohol bei sich? Hat er das nicht ausgeladen? Oh, wahrscheinlich hat er zu viel bei sich gehabt. Ja, Alkohol haben wir wahrscheinlich einfach zu viel. So, nehmen wir mal ein bisschen was. Wie viel braucht Rot? Also wenn ihr einen Spieler habt, der sehr viel von euch braucht, das ist das Beste, was ihr haben könnt. Das werden wir jetzt gleich sehen, warum das Beste ist. Vor allem, wenn sie große Warenmengen brauchen von irgendwas. Ich glaube, Tabak behalte ich mal lieber, schicke ich lieber Alkohol rüber. Und wichtig, mit einem Handelsschiff rüberfahren. Wenn ihr mit Schiffsreparatur beendet. Sehr interessant. Wenn ihr mit einem Kriegsschiff rüberfahrt, habt ihr einfach das Problem, dass euch irgendwann der Spieler den Krieg erklärt, weil ihr seine Hoheitsgewässer verletzt. Darum wollte ich auch Gelb hier weg haben, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann wird er sich gegen uns wenden. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich ihn nur kaputt, bevor es soweit ist. So, was brauchen wir noch? Tabak kriegst du nicht von mir. 44 Tonnen Alkohol. Tabak haben wir selber... Obwohl, eigentlich haben wir Tabak. Ach, was soll der Geiz? Ich probiere es einfach mal. Jetzt müssen wir natürlich darauf aufpassen, dass wir nicht in die Fänge der Piraten kommen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Der baut schon noch große Kriegsschiffe. Wir hätten ja eigentlich... Oh, wir haben immer noch einen hier. Den können wir auch mal entsorgen. Und den nochmal an, damit wir hier noch ein bisschen Tabak wieder kriegen. Und ich glaube, das eine Tabakwaren-Ding hier reiße ich einfach mal weg. Das kostet nur und ich hätte das lieber hier oben dann. Ach, ich mach's einfach mal an. Wir haben einfach keinen Tabak. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die Insel übernommen haben. Tabakwaren waren hier. Tabakwaren. Ich bin blind. Ne, da ist es. Perfekt.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, den Inselaufbau hier vollkommen blöd, aber... Oh, da sind die Piraten, ergib dich mal lieber. Und bei der Gelegenheit können die sich auch alle erstmal ergeben. Ich möchte nämlich nicht, dass meine Schiffe wieder angegriffen werden, wenn ich irgendwas anderes mache. Das muss ja nicht sein. Und ich brauchte Geld, genau. Naja, was soll's. Ich brauchte auf jeden Fall Geld, damit ich meine Bürger weiterentwickeln kann. Den Kakao kann ich ja dann später noch holen. Geld, Geld, Geld. Das ist erstmal das Wichtigste. Weil uns ein Badehaus fehlt und eine große Kirche. Übrigens ist es nicht normal, dass sich Leute waschen. Zu der Zeit war es noch so, dass ich das Anno 1602 nicht mehr funktioniert. Ah, jetzt ist das ist schon lange nicht mehr passiert. Aber gleich wieder nachgestellt. Aktuelles Let's Play. Ankerlichten. Ist ja alles nicht so schlimm. Ich weiß ja noch, was ich gemacht habe, also kann ich es ganz schnell nachstellen wieder. Vielleicht schneide ich es auch zusammen, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also, wenn ich es jetzt zusammengeschnitten haben sollte, Anno ist nochmal zwischendrin abgestürzt. Aber, ja, das kann mal passieren. Ganz kompatibel können die Spiele natürlich auch nicht sein, die sind ja auch schon... Da liegen ja richtige Welten zwischen Windows 8 und Anno 1602. Oh, wir haben eine Minusbilanz. Vielleicht soll ich die mal kurz ausmachen. Ja, ich glaube, ich habe es rausgeschnitten, wenn ihr das jetzt seht. Es waren 30. Schiffsreparatur beendet. Na, Tabak. Aha. Ach so, jetzt müsste die Bilanz natürlich auch wieder besser sein, aus dem einfachen Grund, weil wir die Werft nicht mehr anhaben. Und ihr geht mal ganz schnell da hoch, für den Fall, dass wir plötzlich ganz spontan mal irgendwas brauchen. Ach, das ist der Händler. Ja, da kann ruhig sein Zeug ausladen. Ich brauche hier auf jeden Fall ein bisschen mehr. Was können die Tabak machen? Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ich war gerade beim Waschen. Genau. Es ist übrigens, es ist nicht normal, dass sich Leute waschen. Also mittlerweile sollte es normal sein, aber früher war es so, dass sich die reichen Leute nicht gewaschen haben. Aus der einfachen Tatsache, dass wer sich wäscht, arbeitet und wer adlig ist, muss nicht mehr arbeiten. Und deshalb haben die sich einfach nicht gewaschen. Ein Badehaus wollen sie hier trotzdem, aber das ist ja eine andere Geschichte zwischen Spiel und Realität. Aber selbst die Römer hatten schon Badehäuser. Die Thermen. Und ja. Hat auf jeden Fall der Pestilenz arg zugesetzt, sagen wir mal so. So. Alles verkauft und unser Geld steigt ins Unerfüllliche. Oh, das war doch ein ganz guter Schachzug. Haben wir auf jeden Fall ordentlich Geld gemacht. Ihr könnt... Das mache ich übrigens sehr gerne. Einen Spieler lassen. Und vor allem, wenn ihr die Goldvorräte habt, ist es besonders gemein. Den mit allen Waren beliefern, die er braucht. Das heißt, die Bevölkerung wächst schön. Und irgendwann kommt er einfach nicht mehr her, alles zu produzieren. Und das heißt für euch, er muss sich an euch wenden. Und ihr könnt ordentlich Geld damit verdienen. Wie weit reicht das Badehaus? Reiß noch mal ganz schnell das hier ab. Bevor sich zurückentwickeln. Gut, jetzt können wir auch die kleinen Kapellen abreißen. Denn wer braucht schon eine kleine Kapelle, wenn er eine riesen Kirche hat? Das sind auch bloß Betriebskosten, die wir nicht brauchen. Ach ja, es fehlt Kakao, richtig. Das ist dein Part. Und ich habe mir auch schon überlegt,
Wie ich das mache mit meiner Kanalbeschreibung jetzt mittlerweile. Ich habe ja keine mehr drin. Und die letzte war ehrlich gesagt eigentlich schon ein bisschen Müll. Wird wahrscheinlich eh keiner mehr kennen. Oh, 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 oh. Tabak fehlt. Jedenfalls werde ich demnächst mal was daran ändern müssen. Und das Handelsschiff kriegt auf jeden Fall in seiner automatischen Handelsroute noch was drin. Und zwar soll er auch noch die Insel und da Tabak abholen. Das kann man so machen. Das ist nicht weiter wild. Ihr müsst halt aufpassen, dass dann nicht irgendwo ein Warenstau an irgendeiner Stelle entsteht. Weil das ist nicht gut. Das holen wir uns alles rüber. Zufriedenheit eurer Bürger kann man nur auf eine Weise erlangen, und zwar indem keine Vorräte der Leute ausgehen. Und das mache ich, versuche ich ja gerade, dass das nicht passiert, weil wenn die einmal um... Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Setz die Vorsäge. Okay, nochmal das gleiche Spiel. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich diesmal anders mache, aber aus irgendeinem Grund kann mich Anno heute nicht leiden. Aber das, ja, das ist halt manchmal so. Ich mag es trotzdem, auch wenn es jetzt schon, naja, das zweite Mal hintereinander. Es ist ja diesmal nicht abgestürzt. Ich bin aus irgendeinem Grund auf den Desktop gekommen, dann kann ich das Spiel nicht wieder herstellen und ich weiß nicht warum. Übrigens, wir hatten ja das letzte Mal eine Dürre. Das ist ein schrecklicher Nebeneffekt, ein verdorrtes Feld. Obwohl wir 100% an Wachstum haben. Ja, das passiert halt bei Dürren. Wenn ihr dann nur auf irgendwas aufbaut, wenn wir zum Beispiel Gewürze anbauen würden und hier auf der Insel wäre noch eine Dürre, dann werden von den 50% nur noch 25% an Zeug wachsen. Und das ist nicht so schön. Ah. Schiffsreparatur beendet. Ah, jetzt haben wir auch wieder eine positive Bilanz. Ja, das ist gut. Ach ja, keine. Muss sie ja einzeln nehmen, richtig. Ich glaube, der Computer hat was dagegen, dass ich mit dem Roten handle. Das ist ein Zeichen. Er will nicht, dass ich mit Rot handle. Also, jetzt werde ich aber langsam sauer. So, das dürfte jetzt nicht nochmal passieren. Das ist jetzt, weil ich das wahrscheinlich rausschneide, so wie ich mich kenne. Zum mehrfach bin ich jetzt rausgeflogen schon. Das liegt aber an diesem gemeinen Virensuchprogramm. Dass die Dinger aber auch immer starten, wenn sie gar nicht sollen, das nervt mich am meisten eigentlich an denen. Und zu den ungünstigsten Zeiten vor allem.